Leute, ihr seid der Wahnsinn. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen bedanken. Innerhalb von 10 Tagen mal eben 100 neue Abonnenten und Abonnentinnen. Das ist gigantisch. Ja, ich muss natürlich auch zugeben, von dem Michael die Anlage, die ist natürlich schon fantastisch und schade, dass ich eigentlich nicht mehr Zeit hatte, dann mehr einen größeren Film rauszumachen. Aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht nochmal machen werde. Weil der Michael ist nämlich auch ein bisschen geflasht. Denen gefallen eure Kommentare auch sehr gut. Und auch aus dem bisschen Material, dass ich da doch so einen kleinen Film rausbasteln konnte, hätte er nicht gedacht. Weil wir uns ja eigentlich die ganze Zeit kräftig unterhalten haben und mit den Gedanken wo ganz anders waren. Ja gut. Wie gesagt, nochmal tolles Dankeschön. Mittlerweile über 3000 Abonnenten. Das ist natürlich mal wieder was zum Feiern. Schön zu Weihnachten. Steht ja schon kurz vor der Tür. Und da habe ich mir gedacht, ich wollte das eigentlich schon immer mal ausprobieren. Und bin dann heute mal mit meiner Drohne über die Anlage geflogen. Sagen wir mal so, ich habe es versucht. Deswegen versprecht euch nicht zu viel, aber ich denke, ihr werdet dann so nochmal den Überblick über die Anlage bekommen. Und ich kann euch auch so erzählen, was dann in den letzten Wochen hier alles so passiert ist, beziehungsweise nicht passiert ist. Und ich hoffe, dass trotz der Schwierigkeiten mit der Drohne in einem Raum so einigermaßen euch das Filmmaterial gefällt und würde sagen, viel Spaß dabei. Dann wollen wir hier jetzt mal anfangen. Wir sind jetzt hier im Bereich Industriegebiet Kleinach. Hier sehen wir im hinteren Teil die Raffinerie Miro und hier vorne im vorderen Teil, das ist Huber Schüttgüter. Dort gibt es halt Kohle sämtlicher Art und Weise, Schotter, Sand und so weiter. Wie ihr seht, die Schütten sind auch alle gefüllt und werden auch wirklich verladen. Das vordere Gebäude hier vorne war jetzt gerade der Kohlenstaubbunker. Das Gebäude ist in den letzten Wochen neu entstanden. Hat wegen dem Bürgermeister eine Fachwerkoptik gekriegt, da ganz Kleinach ja aus Fachwerk besteht. Und bei der Raiffeisen könnt ihr jetzt gerade sehen, die ganzen Landwirte, die halt ihre Zuckerrüben gerade anbringen, denn diese Zuckerrübenkampagne habe ich jetzt in den letzten Tagen aufgebaut. Werdet ihr am Ende dann auch nochmal zwei Bilder von sehen, was ich da gemacht habe. Ja, hier können wir jetzt nochmal schon einen kleinen Überblick über Kleinach machen. Links, wie gesagt, das Industriegebiet und dort geht auch die Strecke weg. Hintergrund von Kleinach. Ihr seht da hinten die Gleise in der Wand enden. Ja, wir haben uns halt gedacht, Kleinach ist ein Endbahnhof einer Strecke, die zurückgebaut wurde und eigentlich deswegen nur noch überlebt, weil das große Industriegebiet halt in Kleinach ist und die Mittelstädter Kreisbahn dort ihren Sitz haben soll. Ihr seht also immer mal bei Raiffeisen, habt ihr eben eine orange Lok gesehen und hier im BW steht zum Beispiel auch eine orange Lok. Auch die DB fährt Kleinach noch an, wie ihr sehen könnt. Und jetzt schwenken wir rüber nach Mittelstadt. Diese große freie Fläche, das soll mal alles das BW werden. Ihr seht, das Loch von der Drehscheibe ist schon vorhanden. Die Behandlungsgleise sind schon angedeutet. Hier, wo die Dieselloks stehen, das vordere Gleis wird für den Gerätewagen. Das hintere Gleis wird das Zufahrgleis zur Drehscheibe für die Dieselloks. Ja. Hier haben wir jetzt die neuen Straßenzüge. Auch die sind alle neu.
Diese sind alle auf Platten aufgesetzt, so dass ich sie im Keller eigentlich bearbeiten konnte in aller Ruhe, weil auch die Gebäude sind behandelt, in dem Sinne, dass sie Inneneinrichtung gekriegt haben. Natürlich die Beleuchtung ist alles schon drin und so konnte ich dann immer Stück für Stück den Straßenzug komplettieren. Hier haben wir den nächsten Straßenzug, also die Fortführung in dem Sinne. Ich sag jetzt mal die Bahnhofstraße. Schwingen wir noch ein bisschen weiter zurück. Ja, immer wieder versucht die Drohne natürlich sich zu sträuben. Dort sehen wir jetzt das Bahnhofsgebäude, was sie dann auch endlich mal bekommen haben. Das ist das Lasercut-Gebäude von Bottrop Nord. Und dahinter links seht ihr jetzt die Straßenzeile, die ich aus den Joswood-Häusern, also auch Lasercut, gebaut habe und umgebaut habe als Reliefhäuser. Das große rote Gebäude, was ihr dort seht, das ist die Post, entstanden aus Reuters-Bausätzen. Diese Reliefhäuser, die ihr da jetzt gerade gesehen habt, wo man eigentlich nur die Rückwand sieht, das ist einfach Stuckatur. Im vorderen Teil hier vorne konnte man gerade die Spedition Schenker sehen, die dort entstehen soll. Hier sehen wir jetzt ganz im Hintergrund die Farben AG, auch mit Gleisanschluss. Und hier haben wir einmal die Brücke nach Kleinach und darunter die 13 Richtungsgleise, die an den großen Ablaufberg angebunden sind. Neben den 13 Gleisen seht ihr dann einmal das Einfahrgleis, wo auch die 50er mit ihrem Zug drauf stand. Die wartete, dass sie in der Einfahrgruppe einfahren konnte. Und ganz hinten ist das Streckengleis. Ja, da könnt ihr jetzt den FAD-Zug sehen, der in der großen Kurve steht. Dieser steht auf dem Streckengleis. Dahinter ist das Gleis, was hochgeht nach Kleinach. Und der FAD-Zug wartet halt in Mittelstadt Nord, was wir jetzt gleich sehen, auf Weiterfahrt. Signale haben wir halt noch nicht aufgebaut, sind aber von SMF für uns speziell schon für diesen Bereich gebaut worden, mit schönen Zusatzanzeigern und alles, und ja, werden demnächst auch mal aufgebaut. Hier sehen wir jetzt im Vordergrund das Walzwerk mit seinen beiden Hallen. Und daneben links waren gerade die Gebäude von der Maschinenfabrik. Diese kommen allerdings weg und werden durch Lasercut ersetzt. Und da hinten als letztes sehen wir das nördlichste Industriegebiet mit rechts der Mühle und links der Tischlerei bzw. auch dem Sägewerk. So, zum Schluss noch ein paar Bilderchen und dann war's das. Ja, wer es bis hierhin ausgehalten hat, dem würde ich sagen, hat es trotzdem der katastrophalen Flugkünste es doch einigermaßen gefallen. Und da kann ich nur sagen, ich wünsche euch eine ruhige und gesegnete Adventszeit. Sollte man sich nicht mehr hören und sehen, eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Bis demnächst. Tschüss.